Hallo zusammen. Jetzt, nachdem wir das Grid kennengelernt haben, wenden wir uns dem Inhalt zu. Wie kann der Inhalt in Bootstrap formatiert werden? Dazu gibt es bei Bootstrap ganz viele schöne Vorlagen. Viele Dinge sind schon wie vorformatiert. Wie ihr auf W3 Schools lesen könnt, gibt es beispielsweise die Schriftgröße, die ist typischerweise auf 16 Pixel eingestellt, die Linienhöhe auf 1,5 und die Schrift auf Helvetica beispielsweise. Aber es gibt dann eben verschiedene Textelemente, beispielsweise hier die Headers, die könnt ihr einfügen oder mit den Display-Headings noch viel schönere, feine Titel machen. Mit dem Small könnt ihr Texte kleiner schreiben und dann Mark-Sachen hervorheben. Abbreviation könnt ihr Abkürzungen machen oder Blockquote, irgendwelche Texte formatieren. Und DL entspricht dann noch den einzelnen Informationen als Element. Und dann bei Code habt ihr die Möglichkeit, Text als entsprechend in Courier-Schrift darzustellen oder Pre ist auch preformatted. Und so gibt es eine ganze Vielzahl von verschiedenen Formatierungsmöglichkeiten in Bootstrap. Auch bei den Farben gibt es eine große Anzahl von voreingestellten Farben. Hier seht ihr Bootstrap Colors. Da habt ihr entsprechend Text muted, also wenn Text ausgeblendet ist oder wichtiger Text und so weiter, könnt ihr den Text quasi nach seinem Inhalt darstellen in der CSS-Klasse. Aber ihr müsst die Farben selber nicht angeben, die werden von Bootstrap selber vorgeschlagen oder integriert. Oder wenn ihr Text etwas weicher machen wollt, könnt ihr mit Opacity arbeiten oder auch Hintergrundfarben gibt es. Eine Auswahl von Farben, wenn es beispielsweise wichtiger Text ist oder erfolgreich oder Information oder Warning, Danger, Secondary und so weiter, habt ihr auch schon voreingestellte Farben. Was ich jetzt zeigen möchte, sind vor allem die Tables. Bei den Bootstrap habt ihr sehr schöne vorformatierte Tabellen und das ist immer sehr praktisch, wenn man Daten darstellen will. Deshalb macht es Sinn, dass ihr euch das etwas genauer anschaut. Was ich euch jetzt zeigen möchte, ist die Tabelle. Wie erstellt man eine Tabelle? Da geht ihr einfach in dieses Div hinein und schreibt da zuerst mal, wie macht man eine normale HTML-Tabelle mit Table. Genau. Und innerhalb dieser Tabelle gibt es ja immer wieder ein Table Head, also dort, wo die erste Zeile drin ist. Innerhalb im Table Head gibt es den Table Row. Und innerhalb von Table Row entsprechen dann die einzelnen Table Header Zellen. So, Titel Zelle. Und wenn wir das duplizieren, gibt es hier vier Titelzellen. Nach dem Table Head kommt der Table Body. Und innerhalb vom Table Body haben wir wiederum die Table Row. Und entsprechend hier jetzt nicht TH, sondern TD, Table Data und Datenzelle. So, machen wir da wieder auf 4 und das Ganze noch ein paar Mal mehr. Ups. So. Voilà. Jetzt sieht das Ganze rechts etwas unschön aus, weil wir nämlich noch gar nicht Bootstrap richtig eingebunden haben. Dazu braucht die Tabelle zuerst eine Klasse und die Klasse heißt ganz intuitiv Table. Und so seht ihr automatisch, wenn Bootstrap die Tabelle erkennt, gibt es ein schönes Spacing. Ich mache da mal noch die Farbe weg. Die brauchen wir jetzt gerade nicht. Genau, jetzt ist die Farbe weg und jetzt haben wir einen schönen Abstand zwischen den einzelnen Tabellenzellen, die entsprechend auch dargestellt werden. Man kann jetzt mit Bootstrap-Elementen noch etwas arbeiten, zum Beispiel Table Border Red ergibt, dass die Tabelle rechts einen Rand herum hat. Das braucht man manchmal. Oder sehr cool ist vor allem Table Hover. Dann gibt es die Möglichkeit, dass ihr dann eben ganz intuitiv mit der Maus die einzelnen Tabellenzellen schon etwas vorausgewählt habt. Und dass solche Effekte machen dann auch immer Spaß zum Browsen auf einer Website. Gut, das war's für den Moment zum Table in Bootstrap und mit den einzelnen Inhalten und Farben. Bis zum nächsten Mal.